Heute besuche ich das Cinemax Harburg. Hallo Emily, herzlich willkommen auch hier im Cinemax in Harburg. Das ist ja schön, dass du heute bei uns bist. Ich habe gehört, du möchtest auch heute hier bei uns ein bisschen mithelfen. Ja, das macht bestimmt viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir mal sehen, was wir alles mit dir machen können. Hm? Und die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass du Cinemax-Kleidung trägst. Ich habe gesehen, du hast schon das passende Kleid dazu an. Hm? Ein Halstuch kriegst du jetzt von mir, eine Schürze für die Gastro nachher. Und dann wollen wir mal loslegen, hm? Ja? Hallo Emily, ich habe gehört, dass du heute hier arbeitest. Hallo Rebecca, was möchtest du denn gucken? Heute möchte ich, glaube ich, mal ganz gerne den Womanizer schauen. Aber Prinzessin Lilifee ist doch bestimmt viel schöner. Nee, ich möchte aber lieber den Womanizer schauen. Na gut, dann lade ich dich ein. Viel Spaß damit. Danke. Hä? Was machst du denn hier? Ich reiß hier die Karten ab. Na, hoffentlich komme ich jetzt damit noch rein. Ja, Emily, das hast du ja bisher ganz gut gemacht. Jetzt gehen wir mal zusammen in unsere Gastronomiebar und dann hilfst du uns da mal ein bisschen. Was hältst du davon? Na, super, dann wollen wir mal. Sag mal, Emily, du bist aber heute auch überall. Was möchtest du denn? Popcorn. Popcorn ist alle. Oh, Emily, dann müssen wir in die Popcornküche und schnell Popcorn holen. Mhm. Na, dann komm mal mit. Also, hier hinten links und dann die Tür rein. Mhm. Da ist Popcorn, ja? Emily schon so lange weg. Also irgendwas kann damit nicht stimmen. Sie ist schon so lange in der Popcornküche. Wollen wir mal schauen, was sie da macht. Hm. Emily, was machst du denn hier? Wir müssen arbeiten. Los, schnapp dir einen Sack Popcorn, die Gäste warten. Klein oder groß? Groß. Klein, groß. Ich hätte gerne auch so eine Tüte. Du bist falsch, du bist in Kino 3. Emily, jetzt hast du uns ja ganz viel geholfen heute und als Belohnung darfst du dir einen Film aussuchen. Was möchtest du denn sehen? Das ist ja gar nicht Womanizer. Nein, das ist Lilifee.